Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Batman Arkham City. So, von der Steuerung her habe ich jetzt diese Funktion, diese Taste wieder rausgeschmissen. Also ganz die Zuweisung weggenommen, sodass das hier wieder auf der. Ja, dass es mir wenigstens ab und zu auch angezeigt wird, was ich wirklich machen muss, drücken soll. Und, was haben wir noch? Ja, richtig, hier Umhang, Betäubung und Ausrüstungszweitfunktionen sind jetzt wieder auf derselben Taste. Detektivmodus habe ich jetzt mal auf Q und sonst schnell Batarang. Jeder hier so richtig schön 1-1. Eine gute Frage. Mehr wir da hier nicht. Ach, das juckt mich nicht. Egal. Irgendwas wollte ich noch wissen. Eigentlich alles sonst passt. Detektivsicht habe ich jetzt auf Q gelegt. Das nicht, wenn du mich zulaberst. Halt's Maul! So, hier die Leute waren ja weg. Ach so. Ah. Ah ja, alles Versteck dich klar. ruhig da oben. Ich Ganz krieg dich trotzdem. spontan mal was Mir egal, gemacht. wo du bist. Ja gut, Irgendwann ich finde habe ich dich und hier dann mache ich eine dich von frei. diesen schnell Gadget-Tasten habe ich mir gedacht, auf die frei werdende Taste zu Wo legen. du auch bist, Batman, ich werde dich Batman. finden. Es ist Batman! Nur zu, lauf, versteck dich! Was? Zum Hat die Teufel? kleine Fledermaus Angst? Hast du dir dabei jetzt gedacht? Was ist los? Traust du dich nicht hier runter? Ah. Wir fangen das! Ups. Ach ja, jetzt. Eigentlich dachte ich, wollte mal auch kontern, ne? Ach ja, jetzt muss ich hier echt. Ja, es ist schon. Kann schon richtig blöd. Sag mal, mach das doch mal, wenn ich dir das. Ach ja, ich sollte. Du stirbst jetzt, Mann, die Fledermaus. nehmen das Zeug aber auch zu schnell wieder auf. Was machst du denn hier mal überhaupt nichts? Jetzt ist aber mal gut hier. Ja, den Kampf habe ich jetzt hier echt auch nicht so richtig mega. Vor allem, ich muss mir jetzt ja echt wieder das mich mehr oder weniger dran gewöhnen, dass ich mit Q. Na nee, gut, das ist jetzt der edle letzte Part, den ich aufnehme. Nach nehme ich ja einige Tage wahrscheinlich, spiele ich das Spiel einige Tage wieder nicht. Und dann wird es hoffentlich klappen, dass ich hier mit
Crew schön Detektivsicht mache und haben wir denn hier Schönes? Das bringt. Der ist doch bestimmt schon. Wie ist das eigentlich, wenn ich das jetzt hier so mache, habe ich aber trotzdem den. Ja, das Ding ist eh schon gemacht. Nein, mal, ich wollte mir doch hier. Soll dieser Ra's al Ghul wissen, wie man den Clown heilen kann? Batman muss verrückt geworden sein. Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht länger herum. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder du stirbst. Was ist ein Drecksack? In meinem Reich. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Ja, funktioniert nicht! Ich mach dich fertig. Finde Nora allein. Ja, mach euch. Ich habe keine Zeit für Kinderspielchen. Ich weiß jetzt nicht so recht, was ich machen soll hier. Ich habe keine Zeit für Kinderspielchen. Ach, die sind alle vereist hier, ha? Huh? Ja. Hm. Den Kapsel in die verstecken. Das ist meine Welt. Ach, ja. Sag mal, kannst du dich mal fallen lassen irgendwie? Dann möchte man da runter und dann. Der kalte Tod, Batman. Ja, gut, das könnte man natürlich mal probieren, ne? Warte ich nur, wo sind da Fallen für Mr. Friss? Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Gucken, ob er mich hier entdecken kann.
Ja, ich schätze mal nicht, dass... Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Ja, ja, schon gut. Vielleicht kann ich das ja echt irgendwie nutzen. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Er müsste ja theoretisch jetzt hier lang kommen, ne? Gut, kann ich jetzt hier was machen? Okay, das war also nix. Hab zu lange gebraucht, ne? Ja, ja. Ich sehe dich. Nein. Irgendwas machen? Weg hier! Magneten! Die helfen mir auch nicht. Offensichtlich schon, ne? Den hat er jetzt zerdeppert, ne? Funktioniert der da noch? Nein! Wo bist du hin? Jetzt habe ich dich. Die Frage ist jetzt nur... Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Okay. Ich gehe jetzt erstmal hier so lang. Da bist du. Kommt der hier? Ah, der kommt hier rein. Gut, gut. So müsste ich ihn ja theoretisch hier ein bisschen wieder hier hinlocken können. Du kannst dich nicht ewig verstecken, Batman. So. Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Dieser Raum wird dein Grab sein.
Ah, weg, 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 weg! Wo bin ich? Benutze den Bat-Computer. Ach! So! Strukturelle Schwachstelle. Obwohl er einen guten Schutz bietet, hat der Anzug von Freeze einer Reihe von gleichzeitigen Treffern kaum etwas entgegenzusetzen. Wenn Freeze in eine zusammenbrechende strukturelle Schwachstelle gelockt wird, macht ihn das auf der Stelle bewegungsunfähig. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ja, vielleicht habe ich das nicht ganz so richtig gemacht, aber der Magnet, ja, Elektrisierung, den haben wir ja schon benutzt. Obwohl der Anzug Freeze von einer Vielzahl von Flüssigkeiten schützt, bietet er keinerlei Schutz gegen Flüssigkeiten, die unter Strom stehen. Gerät Freeze mit so einer Flüssigkeit in Kontakt, wird er vorübergehend gelähmt. Aha. Störgerät. Seilwerfer. Ja, schneller Angriff von hinten oder von der Seite. Ach, interessant. Geräuschloses Ausschalten. Aha. Vorsprunggriff. Umgekehrter Vorsprunggriff. Alter. Kleidtritt. Bodengitter. Fenster. Sprunggriff. Okay, dann haben wir hier erstmal ein paar Dinge, die wir hier vielleicht eventuell irgendwie machen können. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Den Kasten kannst du dich nicht verstecken. Das ist meine Welt. Was? Du gehörst mir. Was? Ja. Damit kriegst du mich nicht nochmal. Ja, würdest du das bitte bleiben lassen, da hochzuklettern andauernd? Damit kriegst du mich nicht nochmal. Ja, ich muss dir alle Raffinessen wirklich einsetzen, um das hinzukriegen. Scheiße, du. Wo ist er denn hin? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Nein! Weg hier. So. Du müsstest jetzt. Verschwinde, lass mich. Ja. Batman, würdest du mal irgendwie da weggehen? Uah. Das geschieht kein zweites Mal. Alter. Wusch. Wo hast du? Oh nee. Verstecken.
Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich habe. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Hineinzukommen wird nicht einfach sein. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Was war das denn jetzt? Ist es ja wieder zahm oder was? Freeze. Ich verstehe es nicht. Okay. Freeze-Schuss. Ein Hochenergieprojektil im negativen Temperaturbereich, das bei Aufhalt detoniert. Einsetzbar, um Wasser in einen festen Zustand zu versetzen oder Angreifer zu lähmen. Oh, hey, ho, was? Okay. Ich glaube, das ist dieses Dingens, was ich brauche, um diese eine Trophäe da zu holen, die da über dem Wasser ist. Und okay, vielleicht auch noch eine andere und da in dem U-Bahn-Dingens. Nora Fries. Du Scheiße. Richtiger Name, Nora Fries. Keine Angabe. Augen blau, Haarfarbe blond, 1,68 groß, 66 Kilogramm schwer und erstmals erschienen in Batman Mr. Freeze 1997. Die schöne Nora fand ihre ewige Liebe, als sie den schüchternen und brillanten Kryologen Victor Fries heiratete. Nachdem bei ihr eine seltene Krankheit diagnostiziert wurde, versetzte Victor sie in einen Kälteschlaf. Dieser soll anhalten, bis er ein Heilmittel für ihre Krankheit gefunden hat. Seitdem ist Nora auf der Schwelle zwischen Leben und Tod gefangen. Victor wurde zu Mr. Freeze. Willens bei der Suche nach einem Heilmittel für Nora jedes Gesetz zu brechen. Begabte Tänzerin. Alles klar. Wunderhübsch, Stufenanstieg haben wir auch noch. Hol das Heilmittel von Joker. Ja, gut. Wieso ist da was neu? Den haben wir doch schon eine Weile. Umgekehrter Batarang. Was zum Teufel? Dieses speziell vorprogrammierte Batarang. Ach, der den Gegner von hinten trifft. Ja, gut, den sollte ich vielleicht auch zwischendurch mal einsetzen, ne? Und so gewissen Zielen, ja, mit Freeze-Schuss abgeben. Ah, das ist das fünfte Gadget. Aber ja, es gibt da nämlich für fünf verschiedene, gibt es da... ja, eine Taste, um da den Schnelleinsatz zuzuweisen, aber gut, das kannte ich bisher, weil ich es noch nicht hatte. Du kannst dieses Projektil einsetzen, um eine Eisbergmission aufzuversuchen, die Gegner bei Gegner über einen ausgedehnten Zeitraum auf der Stelle einfriert. Mhm. Die lässt sich im Kampf sehr gut mittels der Schnellfeuersteuerung einsetzen. Gut. Seilwerferdrahtseil, Schallbatterang, Kryptographie, Energieverstärker und Unterbrecher, Waffenstörgerät. Das wäre natürlich... Ich möchte aber den da irgendwie leveln. Verbessern. Dass ich da an weiter entfernte Dinger rankomme. Ja. Dann schauen wir hier nochmal kurz rein, was gibt's da Neues? Ach, Spezial, nicht genug EP. Aber man kann ja trotzdem. Konzentriert deinen Angriff auf einen einzelnen bewaffneten Angreifer und zerstört seine Waffe dauerhaft. Der Angriff eignet sich besonders zum Einsatz gegen Feinde mit starken Waffen, da verhindert wird, dass diese Waffen in die Hände anderer Gegner fallen.
Setze diesen Angriff taktisch ein, um gefährliche Waffen bereits zu Beginn eines Kampfes gegen viele Gegner zu zerstören. Diese Spezialkombo-Bildung kann eingesetzt werden, wenn die Kombo-Punktzahl bei 8 oder darüber liegt. Boah, das ist. Das hätte ich im Level auch leveln können. Okay, das wird, glaube, das wird beim nächsten Mal gelevelt. Das ist eine sehr gute Sache. Okay, da bin ich und da soll ich hin. Ich würde mal sagen, ich benutze jetzt hier noch die nächste Tür. Einfach so, weil ich es kann. Müsste nur die nächste Tür finden, ne? Ach ja. Gut, gut. Neue Ausrüstungsverbesserung zur verfügbar. Da gucke ich jetzt nicht nach. Bin ich hier eigentlich? Muss ich da hin? Ich glaube nicht wirklich. Wo bin ich denn? Ah doch, das ist hier ein Ausgang. Ah, das ist ein anderer Ausgang. Auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wo ich da bin. Abwarten und Tee trinken. Ach, hier bin ich jetzt ja also. Alles klar. Gut, den Helikopter, den... Unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Wheel wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Oh. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Bumm. Naja, es hat mich so ein Ziel. Rette Ricky Rail von der Abschutzzelle. Ja, super. So, dann drücken wir jetzt erneut Tab und dann würde ich sagen. Gotham? Nein. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen. Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Oh, schickt Hilfe. Oh, ja, Batman. Vicky Vale. Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale. Helft mir, bitte, Hilfe. Batman, all zur Rettung. Ja, dauert nicht lange, aber... Wir eilen also im nächsten Part zur Rettung, denn das war's jetzt hier für den Part und im nächsten geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.